Die demokratische Staatsform ist die beste, auch die einzig mögliche für jede nachkapitalistische Gesellschaft. Im Kapitalismus ist sie immer instabil, immer gefährdet. Dazu muss man auch wissen, dass Marx die, damals gab es noch keinen Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat, aber es gab die Basis, die Arbeiterschutzgesetze, die Fabrikgesetze. Die hat, Marx war ein fanatischer, ein richtiger Faktenhuber, also ein fanatischer Sozialwissenschaftler, der Details studierte und auch genau kannte. Und er kannte die Fabrikgesetzgebung seiner Zeit sehr genau und verfolgte die und war der Ansicht, dass das ein gigantischer Fortschritt ist. Aber ein Einbruch sozusagen gegen die Logik des reinen Kapitalismus und dadurch die Grundlage für neue Konflikte. Herr Kretke, ich verstehe das so, Sie wollen auf keinen Fall den ollen Charlie haftbar gemacht sehen für das, was im 20. Jahrhundert in seinem Namen getan worden ist. Das ist eine und trotzdem ist das ja eine interessante Frage, wie ist eigentlich Politik beschaffen, wenn es eine Gesellschaft ohne Klassengegensätze gibt? Und dazu habe ich mal ein Zitat rausgesucht. Wir haben ja überhaupt bisher die Zitatebene völlig vernachlässigt, denn der war ja ein großartiger Aphoristiker. Ja. Ein Zitat dazu, vielleicht können Sie uns das einordnen. Das stammt aus einer Schrift, die heißt Das Elend der Philosophie. Mhm. Und dieser Satz lautet, nur bei einer Ordnung der Dinge, wo es keine Klassen und keinen Klassengegensatz gibt, werden die gesellschaftlichen Evolutionen aufhören, politische Revolutionen zu sein. Jetzt müssen Sie es ausdeuten. Ja, das stammt also aus einer Streitschrift von aus dem Jahre 1847 gegen Proudhon. Das war damals der bekannteste, berühmteste Sozialist der Zeit, den der junge, relativ unbekannte Dr. Marx voll anging, um ihm zu zeigen, dass er ein schlechter Ökonom ist, dass er nicht kapiert, wie der moderne Kapitalismus funktioniert und auch, dass er ein utopischer Sozialist ist, der sich alle möglichen völlig unrealistischen Pläne und Baupläne für die Gesellschaft der Zukunft ausdenkt. Dieser marxische Satz geht genau in die Richtung, die man immer wieder findet bei Marx, nämlich die Andeutung dessen, was jenseits des Kapitalismus möglich ist. Er sagt in dem Satz, so wie er es auch in anderen Schriften sagt, also der gleichen Zeit, der Schritt über den Kapitalismus hinaus ist eben nicht das Ende der Geschichte, sondern ist das Ende der Vorgeschichte der Menschheit. Jenseits des Kapitalismus erst werden wir imstande sein, unsere eigene Geschichte, unsere eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse bewusst zu gestalten. Ja? Und zwar unter den Voraussetzungen, die wir vorfinden. Das heißt, dass wir soziale Evolutionen, soziale Veränderungen zustande bringen können, ohne dass wir dazu eine politische Revolution, also bis hin zum blutigen Bürgerkrieg, nötig haben werden. Brauchen wir dann überhaupt noch Politik? In dem Sinne, dass bestimmte Interessengegensätze verhandelt oder ausgetragen werden? Naja, es gibt ja reichlich Leute, die sagen, Marx ist eigentlich ein Anarchist. Er ist der Überzeugung, auf lange Sicht verschwindet der Staat, wird die staatliche Ebene, die staatliche Form der gesellschaftlichen Organisation überflüssig, weil wir uns in einer anderen Gesellschaftsordnung befinden, in der wir diese Form der Hierarchie, der Über- und Unterordnung und auch der Monopolisierung der Macht und der Machtmittel nicht mehr nötig haben werden. Insofern kann man sagen, es wird alles politisiert, diese Scheidung, diese Trennung, die zur modernen bürgerlichen Gesellschaft gehört, zwischen Ökonomie und Politik wird überflüssig. Wir werden über alles öffentlich verhandeln und reden können. So, nun sind Sie endlich dran. Das Ende des Privatlebens ist. Jetzt mal zu dem, was Sie aktuell gerade gesagt haben. Was ist denn, bevor Sie diesen Endzustand erreicht haben, wie hat Marx denn die weitere Entwicklung beschrieben? Also Verelendung des Volkes, dann Selbstzerstörung des Kapitalismus. Was steht denn, bevor man diese vielleicht etwas paradiesischen Zustände hat? Großkonzerne, die im Grunde genommen dann schon den Charakter von einzelnen Ländern haben oder wie hat er das weiterentwickelt? Also erstmal muss man sehr deutlich sagen, Marx hat sich immer geweigert, in dem Sinne war er eben Sozialwissenschaftler, um einen klaren Plan zu entwickeln, einen Entwurf zu machen von der Gesellschaft der Zukunft. Er hat einzelne Prinzipien immer wieder erwähnt, die finden Sie zum Beispiel auch im Kommunistischen Manifest und die sind sehr spannend. Ich komme gleich noch drauf. Aber er hat nie einen genauen Plan angegeben. Er hat auch nie gesagt, wann und wo und wie sich das ereignen wird. Da war er auch wiederum Sozialwissenschaftler, hat gesagt, das kann niemand wissen.
war ich allein der Ansicht, das wird am ehesten passieren in den industriell fortgeschrittensten Ländern und es wird am leichtesten passieren in den Ländern, die bereits eine parlamentarisch-demokratische politische Verfassung haben. Dort wird es relativ unblutig und relativ glatt in die Wege gehen können. Der Übergang stellt er sich in der Tat so vor, weil Krisen erzeugen immer wieder gewaltige Transformationen, Veränderungen des Strukturveränderungen des modernen Kapitalismus und die Entstehung der Großkonzerne, die stammt aus der ersten großen Depression, also zwischen 1873 und 1895. Marx lebte bis 1883 und er hat die erste Hälfte der ersten großen Depression sehr bewusst mitbekommen und sehr genau studiert. Und es war ihm völlig klar, da kommt etwas anderes. Also den Aufstieg der Großkonzerne, die sozusagen Wiederkehr der Multinationals, die es früher schon mal gab und die jetzt in ganz anderer Form wiedergeboren wurden, das hat er sehr genau studiert. Und er sah das auch als eine Zwischenform, die Demokratie, gerade in den Vereinigten Staaten, untergraben würde, kaputt machen würde. Herr Kretke, lassen wir doch einfach mal das Kleingedruckte beiseite, unter welchen Umständen und wie genau das alles geschehen könnte und nehmen an, es würde geschehen. Das Problem heute ist im Kapitalismus, es geht uns die Arbeit aus an vielen Stellen. Wenn der Kapitalismus nicht mehr da ist, gehen wir dann noch arbeiten? Aber sicher doch. Wir werden um die Arbeit nicht herumkommen. Das ist also Marxens Vorstellung von der nachkapitalistischen Gesellschaft ist natürlich kein Paradies, obwohl er der Ansicht ist, wir werden aufgrund der Entwicklung, also die Grundhaltung ist die eines Sozialwissenschaftlers, der sagt, die materiellen und auch die intellektuellen und die moralischen, die mentalen Voraussetzungen der neuen Gesellschaft, der neuen Wirtschaftsform werden innerhalb des gegenwärtig entstehenden Kapitalismus hervorgebracht. Das ist immer enttäuschend für viele radikale Revolutionäre, die denken, die nachkapitalistische Gesellschaft muss total anders sein. Nein, die muss überhaupt nicht, denn die wird aus den Elementen aufgebaut, die wir gegenwärtig schon bewusst, unbewusst produzieren. Und eins der zentralen Elemente ist die ungeheure Produktivität. Wenn Sie das verfolgen, was gegenwärtig abläuft, also in der Wirtschaftskrise, steht die Wirtschaft nicht still. Das ist eine kapitalistische Ökonomie und gerade die jüngsten Zahlen zeigen wieder, selbst in den USA, die sich in der tiefsten Krise befinden, seit 1929 steigt die Produktivität und zwar so. Ja, es wird immer weiter rationalisiert. Genau das meint der alte Marx. Die Maschine des Kapitalismus läuft immer weiter, die erzeugt eine immer höhere Arbeitsproduktivität. Die macht es möglich, dass wir in einer nachkapitalistischen Gesellschaft in der Tat, das ist ein Gerechtigkeitsprinzip, die Arbeit gleich verteilen und also mit einer radikalen Verkürzung der Arbeitszeit für jeden Einzelnen auskommen können. Der Marx, Schwiegersohn von Marx, Paul Lafargue, hat ein berühmtes Pamphlet geschrieben, das Recht auf Faulheit. Das ist gegen sozusagen das Recht auf Arbeit seiner zeitgenössischen Sozialisten geschrieben. Marx hätte sich gewaltig amüsiert darüber. Denn genau darum geht es. Es geht um das Recht auf Muße, das Recht auf Freizeit. Die gab es damals nicht im 19. Jahrhundert. Es gab keinen bezahlten Urlaub. Es gab noch nicht mal einen Sonntag oder ein freies Wochenende. Es kommt alles erst viel später, Stück für Stück. All das sieht Marx in der Tat als zivilisatorische Fortschritte, die zum Teil schon zustande gebracht werden und überhaupt erst ermöglicht werden durch diese enorme Produktivitätsmaschine, die der moderne Kapitalismus eben auch ist. Ich hoffe, Sie können sich den Kommunismus jetzt besser vorstellen. Ja, schon. Meine Frage war, man hat doch jetzt die letzten Regierungen, zumindest Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit gesehen, dass die Regularien eher dafür gedient haben, die Umverteilung von unten nach oben doch wesentlich zu begünstigen. Ja. Eigentlich sollten diese Leute doch versuchen, die Politiker einen gewissen Ausgleich zu finden und Gerechtigkeit. Das ist natürlich sehr schwer, man kann es nicht allen recht machen, aber so eine extreme Umverteilung von unten nach oben, da muss man sich fragen, welche Interessen vertreten die eigentlich, des Großkapitals oder wem? Ja. Danke. Marx wäre allerdings unangenehm in diesem Zusammenhang, denn er hat die Vorstellung der sozialen Gerechtigkeit im Kapitalismus heftig kritisiert. Das ist kein gerechtes System und es ist auch nicht gerecht zu machen. Man kann es reformieren in vielerlei Hinsicht. Er war selbst durchaus Anhänger einer Sozialreform, sogar weitgehender Sozialreformen. Er betrachtete das auch als Sieg, etwa den Fortschritt der Fabrikgesetzgebung. Aber er war davon überzeugt, dass das
ganz klare Grenzen hat. Und im Sinne einer Gerechtigkeit, Umverteilung, oder wie auch immer dann zustande gebracht, kann man zwar was versuchen, aber man wird die abgrundtiefe soziale Spaltung und damit die Grundlage aller sozialen Konflikte in dieser Gesellschaft damit nicht aufheben können. Herr Kretke, wenn man Gerechtigkeitsfragen stellt, dann argumentiert man ja moralisch. Ja. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, zu fragen, ob Karl Marx eigentlich über seine Analyse hinaus Moralist gewesen ist. Das kann man so sehen, durchaus. Also Marx ist in vieler Hinsicht auch ein Moralist, aber ist auch ein Ironiker, ein Satiriker, wenn man so will. Jemand, der den Moralisten wiederum den Spiegel vorhält. In der entscheidenden Frage aber, was ist sozusagen die reale Grundlage der sozialistischen Idee oder sozialistischen, der sozialen Bewegung, die dorthin will, jenseits des Kapitalismus, ist er eindeutig ein Antimoralist, genauso wie er auch ein Anti-Utopist ist. Der Sozialismus wird nicht gegründet auf Gerechtigkeitsidealen, sondern auf materiellen und intellektuellen Voraussetzungen, die gegenwärtig geschaffen werden. Und er wird gegründet aufgrund der Tatsache, dass man in dieser Form der Ökonomie, also marxische Überzeugung, in dieser Form der Gesellschaft und der Wirtschaft auf die Dauer nicht überleben kann. Also ob das nun in der Form der Massenarbeitslosigkeit kommt oder in der Form der Massenarmut, weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Wir haben im Moment einen traurigen Rekord. Wir haben nämlich zum ersten Mal in der statistisch nachprüfbaren Geschichte mehr als 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde, die tagtäglich hungern. Also nicht nur unterernährt sind, sondern wirklich hungern nach den gängigen Definitionen. Wir haben im Hintergrund dieser Wirtschaftskrise eine Welthungerkrise und wir haben natürlich eine Katastrophe oder eine Serie von Katastrophen, die auf uns zurollen, infolge des Klimawandels, der sich immer weiter beschleunigt. Sie haben gerade ein Stichwort genannt, was mir schon mehrfach aufgefallen ist, und zwar die intellektuelle Ebene. Meines Erachtens hinkt dieses ganze Konzept ein bisschen daran, wir reden immer von gebildeten Proletariern, von Menschen, die die Gelegenheit haben, entsprechend also ihre Bildung umzusetzen, um sich zu organisieren. Fakt ist, dass heute die Wahlbeteiligung wesentlich gesunken ist, dass die Menschen, die wirklich ihre Verantwortung nutzen sollten, um letztendlich ihre Zustände zu ändern, sie nicht nutzen. Wir haben eine minderwertigere Bildung, einen Bildungsstandard, wo die Menschen, wenn man sie fragen würde, wahrscheinlich Marx, Engels heute gar nicht mehr kennen, gerade die, die sie kennen sollten. Und ich denke, dass da der Kasus Knaxus des Systems ist, weil die Menschen, für die es gemacht ist, gar nicht wissen, dass er existiert. Und insofern, ich höre heute, dass er Journalist war. Wir brauchen, denke ich, heute wieder Journalisten, die die Menschen erreichen, die sie eigentlich ansprechen wollen. Ja. Ich denke, auch heute wäre Marx im Fernsehen. Er würde sofort auch eingeladen, jedenfalls gegenwärtig in der Situation der Krise. Im Moment sind die Türen auch weit offen für sozusagen etwas unkonventionellere, jenseits des Mainstreams operierende Ökonomen, Sozialwissenschaftler und so weiter. Und das sollte man natürlich auch ausnutzen. Aber das Problem sieht er völlig klar. Das ist also Teil dessen, was wir umschreiben können als Verelendung. Das wird immer missverstanden als sozusagen Verelendung im Sinne sinkender Realeinkommen. Er meint auch moralische Degradation, er meint auch also die um sich greifende Unbildung oder Halbbildung. Das steht, ist alles klar genannt. In einer Situation, wo es also das, was es heute gibt, Volksbildungssysteme, in Großbritannien gab es das gar nicht. Es gab die allerersten Schulelemente von Schulpflicht und Schulsysteme im Zusammenhang mit der Fabrikgesetzgebung. Deswegen ist er ja auch ein sehr starker Befürworter, Verteidiger, wenn Sie so wollen, gegen seine zum Teil radikal revolutionären Zeitgenossen, dieser ganz reformistischen Geschichte, also der Grundlage der modernen Sozialstaatlichkeit. Irgendwas behagt Ihnen noch nicht? Also, ja, es behagt mir eigentlich schon, aber auf einer Seite möchte ich doch, was gerade angesprochen worden ist, nochmal auf einen Aspekt hinweisen, weil Sie, der Herr sagte gerade da vorne, warum wird das denn heute anders gesehen? Warum wird eigentlich weniger, auch wenn es jetzt wieder eine gewisse Renaissance gibt, über Marx zu reden, warum wurde das vorher eigentlich nicht so gemacht? Und ich finde, da ist abseits von Moral oder so etwas auch eine politische Richtung vorgegeben, weil natürlich bestimmte Gruppen ein Interesse hatten, das über
überhaupt über keine Alternative mehr diskutiert worden ist. Und als Betriebsrat kann ich nur sagen, kann man ein Lied davon singen, wie schwierig es auch teilweise in den Betrieben ist, da hinzuwirken, dass es halbwegs, sagen wir mal, gerecht zuging.